Hallo, mein Name ist Martin Tomczyk, bin seit 15 Jahren in der DTM, fahre mittlerweile für BMW in der DTM und bin 2011 DTM-Champion geworden. Hallo, ich bin der Sandro Cortese, ich komme aus Barkheim und fahre in der Motorrad-Weltmeisterschaft in der Moto2. Mein Name ist Maximilian Günther, ich bin 18 Jahre alt, komme aus dem Allgäu, also aus Rattenberg und fahre dieses Jahr mein erstes Jahr in der Formel 3 Europameisterschaft. Mein Name ist Bianca, ich komme aus Augsburg und ich modde seit 2 Jahren. Wir haben einen sehr coolen Werbefilm gemacht. Das Lustige war dabei, dass er ein bisschen undurchsichtig war am Anfang und einfach die Auflösung erst zum Schluss des Werbespots gekommen ist. Sandro. Ein Bienchen. Der Tag heute war ein Werbedreh, ein Videodreh besser gesagt, in dem wir einfach eine neue Firmenidee sozusagen vorgestellt haben, mit einem ganz witzigen Werbespot. Das hat Spaß gemacht heute. Darfst du jetzt nicht lachen? Also beim Werbespot gedreht, 3 Männer und ich. Und es ging darum, wer den längsten hat und ich habe gewonnen. Nein, er kommt ja. Ja, ich weiß schon. Wir haben uns dann immer so hochgeschaukelt sozusagen. Jeder noch ein bisschen anderen, nochmal einen draufgelegt sozusagen. Und am Ende kam dann eine nette Dame, die uns dann sozusagen in die Show geklaut hat. Wurde dann aufgelöst, dass es eben um Batterien ging und nicht um irgendwas anderes, das man vielleicht in dem Werbespot so hätte verstehen können. Ja, es geht hauptsächlich um ein Gerät, was man direkt an der Batterie anschließt. Man lädt sich zusätzlich eine App runter und simpel erklärt, man sieht an seinem Handy den Ladezustand von der Batterie. Es war einfach mal was anderes und es war was Lustiges und ich hoffe, dass die Leute, die die dann sehen, genauso viel Spaß haben wie wir, wo wir den Film gedreht haben. Tja, Jungs. 12,3. 12,3? 12,5. Hi Jungs, schaut's mal her. 12,6. Niemals. Ich sehe ja gar nichts. Niemals. Ihr könnt einpacken. 12,7. Und? Wie viel hast du? Deine Fahrzeugbatterie immer im Blick. battery-guard.net